Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker. Mein Name ist Lockerzeit und wir sind gerade mitten in einer 100 Mario Challenge. Und wie ihr sehen könnt, habe ich leichte Probleme mit dieser Challenge. Aber nur leichte. What the fuck? Und das sollte irgendwer schaffen. Einen Versuch kriegst du noch, dann überspring es. What the? Yeah, I'm out. Okay, das erste Level war mal eindeutig zu schwer für mich. Aha. What the? Oh. Up. Fuck. Evil. Evil Fangs. Ah, ich sehe die Plattform. Ah, das. Das Problem ist, das hätte ich vielleicht nicht aktivieren sollen. Oh. 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 Das ist mir gerade was eingefallen. Warum bin ich denn eigentlich... Aha. Das ist ein Goomba und ein Ding an der gleichen Stelle. Deswegen. Das ist gut. Sehr gut. Ah, wenn man... Sachen was? Shit. Scheiß Trampoline. Da stirbt man einfach. Na gut, plopp, und gleich weiter. Das zweite ist... Scheiß Trampoline! welches war's? Das da. Sehr gut. So, jetzt stellt sich für mich noch die Frage... Warum... Aha. Okay, sterbe ich nicht weiter. Aha. Okay. Ich kriege ein paar Leben zurück. Ist gut. Wenn ich schaffe. Ah, fuck you. Ist ja unmöglich. Okay. Sieg ist Sieg. Ich kriege ein paar Leben zurück. Es passt. Schau, das sollte eigentlich an jedem schweren Level dabei sein. Ein paar Leben zurückkriegen. Also, das ist meine Meinung. Aber, hä? Man muss ja nicht meine Meinung teilen. Eigentlich. Ja. Egal. Auf eine Find the Form. Kanada. Hui. Find the Form? Ganz genau. Ein paar Leben zurückkriegen. Wie ich bereits gesagt habe. What the fuck? What the fuck? Und wie schaffe ich das jetzt? Weil ich sehe nichts. Okay. What the fuck? Form? No? Wow. Hi Bowser. Alter Kumpel. Ah shit, er hat meinen Stern zerstört. Oh oh. Ja, sollte mir nicht weiter stören.
hab's einfach getankt. Das war gar nicht so schwierig. Hat er eigentlich ein Leben verloren? Ich kann noch nicht ins Ende, aber das stört mir nicht weiter. Ja, cool, cool. Und wo war jetzt der Form? Also, naja, egal. Ich hab wieder 51 Marios. Und der Japaner macht schon wieder. Oh Gott. Okay. Kein Vollgas-Starting-Falle. Was gut ist. Na so, halberte. Aha, es fällt noch immer. Shit. Warum? Ich hab gedacht, das geht wieder hinauf. Rechtzeitig. Ivo. Ja. Ja, das. viel Leid draufgegangen. ja, lustiges Level, oder? Einfach ein bisschen zurückziehen, das hilft bei sehr viel Starting-Fallen. Aha. Weil ich hab's noch nicht allzu oft mit den roten Dinger zu tun gehabt. Wenn du was ausprobieren musst. So, kommt das jetzt wieder hinauf oder nicht? Na. ich hab kurz warten müssen. Du verstehst, oder? Oh, ich krieg wieder was zurück. Goomba Tanking. Fuck! Sorry, Goomba. Ich glaube, das ist nicht einmal Goomba, das ist irgendeine andere Spezies. Aber von der gleichen Familie. Tanking, Tanking. Ihr solltet mal einen mitnehmen. Der man dann einfach einen zusätzlichen Hit erlaubt. Das wäre nicht einmal dumm. Schauen wir mal. Ja, ich hab's sogar noch. Cool. Ah. Ah, shit. Was hat mir da vorhin umgebracht? Ah ja, ich hab vergessen drüber springen. What? Das sind keine Gumbas. Oh, da ist Ende. What the fuck? Okay. Sieg ist Sieg, oder? Ja. Na, Mario, ich bin sorry, du kannst da nicht ins Ziel gehen. ja, nein, cooles Level. Mal was anderes. Hat mir gefallen. Nicht so sehr, dass es einen Stern gibt, aber hat mir sehr gut gefallen. So, Level 9. Sehr gespannt. Wieder japanisches, mit den Rufzeichen am Schluss. Oh. Ja? Oh. Ja, da sind auch ein paar Leute draufgegangen. Vielleicht hast du das Hashire oder so. Ups, direkt hineingesprungen. Soll auch manchmal drin sein. Ich will eigentlich entlanglaufen. Geht das nicht? Ja, schau, geht durch. Ups. ich hab die Piranha am Schluss gesehen und hab gepanikt. Aber weißt du was, dann mal die simple Version, weil es auch geht. Ah, Gott dang it. Weißt du, das ist viel nervenraubender. Schau, siehst du was ich war? Ah. Oh
okay, ich lebe noch. Cool. Ich drück jedes Mal nach links, weil weil ich ausgleichen will, aber wenn ich schon gegen die Wand tusche, dann brauche ich nicht mehr ausgleichen. Ich vergiss das jedes Mal. Momentum ausgleichen, ihr wisst schon. Jetzt bin ich nicht gegen die Wand duscht. So, und wie überlebe ich das jetzt? The fuck? Was ist das Ganon? Das ist Ganon! Ja, das muss Ganon sein. Wow, jetzt wäre ich fast gestorben. Ist da oben auch was? Jetzt bin ich interessiert. Auf mal geschwind alles abchecken, weil ich habe eh genug Zeit. Und so früh werde ich das Level nimmer wieder sehen. Also, ja, keine schlechte Idee. So für Precision Jumping, was hat sie da gedacht? Und so unterschiedlich, ja, ne? Wetten, dass da irgendwo am Schluss so ein unsichtbarer Block ist, der mich einfach zerstört. Okay, Sieg ist Sieg, oder? Ja. Gefallen hat es mir nicht, das Level, aber war mal was anderes. Schadet ja nicht. Kaboom, kanalisch. Von Jay. Okay, Autoscrolling mag man eh schon wieder. Steht da eigentlich was Kaboom, oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Kaboom, ja. Höchstwahrscheinlich. Ah, und ich habe ein Leben gekriegt, weil ich so viel Münzen eingesammelt habe. Münzen? Sollten wir Münzen essen? Ah, und da unten sind noch mehr Leben. Oh shit, ich hab's gewusst. Vielleicht sollte ich tatsächlich unten lang gehen. Vielleicht. Vielleicht sollte ich aber auch das aufklappen. Also, ich glaube, wäre auch keine schlechte Idee. Oh shit. Was ist das wert? Ich glaube nicht. Ich gehe doch oben entlang. Es ist vielleicht die geringfügig gescheitere Version. Aber dann geringfügig. Du weißt. Ich hab den Ding verfeilt. Ding verfeilt. Alles passiert, wenn man schon so lange spielt, dass man dann plötzlich unkonzentriert wird. Besonders bei den Anfangsteilen. Das ist nicht gut. Ups. Durch. Okay. Ah, ich wollte ihn zerstören, aber. Ah. Fuck you. And your balls! Shit. Bin der Einzige, der da oben gestorben ist. Ja, läuft grad blöd. Ich bräuchte mehr Leben, das war das, was ich brauche gerade im Moment. Hopp! Stört mich nicht. Wow, evil. Oh. Okay. Da einen soliden Jump. Aber erst gegen Schluss hin. Hopp! Oh fuck. Da kann ich nicht hin.
fuck! Ich hab nicht gesehen, wo es weitergeht und da könnte ein Abgrund sein. Ah. Gefährliches Level. Ich muss den Lakito da schnappen, weil sonst stirb ich. Aber wenn ich ihn mal schnapp, dann habe ich wahrscheinlich gewonnen. Okay. Ich verstehe das Level. Ich verstehe, wie man es ausführt. Ich muss nur noch schaffen. Willst du ein besseres Timing haben? Scheiße. Ein Stern? Jetzt stehen bleiben müssen. Ja, shit happens every day. Every day, all the day. And some days too. Okay. Und hopp! So, jetzt den Lakito, das ist gerade im Moment nicht einmal möglich. Aber weißt du was? Ich warte jetzt. Getankt. Ich muss aber auch wissen, wo die Plattformen sind. Damit ich nicht versehentlich hinunterfall. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass da Abgrund ist. Okay, ich hab's Level geschafft. Das ist das Gute. Das Schlechte ist, ich hab nur noch Würfel Marius 39. Hab aber auch nur noch 6 Level zu erledigen. Also, ist schon möglich. Ari. Schweizer. Wer ist das Level nochmal? Ma, ein spezielles Ding. Cool. So, die Frage ist, wie mache ich das? Yay! What the fuck? Quickie Part 1. Ah, okay. Cooler Effekt. Achso, Celebration für den ersten Jump oder was? Na, das kann ich nicht tanken da oben. Ich hab nämlich nichts zum tanken. Oh, und da geht's nur wieder zurück. Das ist ein Problem. Wie funktioniert das Level? Das ist wirklich schwierig. Aber ich verstehe, es funktioniert halbwegs. Nicht komplett, aber halbwegs. Obwohl, da kommt die ja theoretisch durch. Schau mal, was oben ist. Wenn es irgendwie möglich ist. Na, mein Timing ist noch ein bisschen off. Vielleicht sollte ich vorausjumpen. Nope, zu früh. Nope, zu früh. Hat man das jetzt irgendwas gebracht? Oh, da muss ich entlang. Für die Bomben. Vermute. Was ist denn keine Möglichkeit, die Eisblöcke da zu vernichten, oder?
vermutlich. Ja. Ich schau mir gerade das Ganze an, weil ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass ich den Jump da mache. Oh fuck. Ja, das Level ist mal schwierig. Ja, aber ich lasse mal aus. Underground Jewels. Ja, wenigstens keine Startfalle, das ist auch mal gut. Hopp. Oh fuck. Oh fuck! Du stirb. Ich finde, als Creator darf man keine Lakitos herstellen, wenn man sowas macht. Finde ich. Ja, dann kann man solche Sachen anstellen. Das sind so Game-Breaking, das ist ja Wahnsinn. Wir können jetzt fast das komplette Level mit Lakitos überspringen. Ah, da kommen wir nicht drüber, schade. Hopp. Ah! Ich will das Ding haben! Gott dang it, shit! Hopp! Ja, das war easy! Habe ich ein Leben verloren? Ich glaub nicht! Und das war unter schwer? Wirklich? Hm. Na, Lakitos darf man nicht herstellen, finde ich persönlich. Außer man will, dass man es verwendet. Und hat dementsprechende Barrieren aufgestellt. Weil sonst ja kann man die Hälfte des Tables einfach überspringen. Kann man eigentlich auf die jetzt draufspringen? Ah, ich muss nicht draufspringen. Okay, gib mir einen Stern, gib mir einen Stern. Oh fuck, mein Lakito ist weg. Da oben war ein Stern rausgekommen, jetzt wissen müssen. Okay. Ja. Warte, jetzt zweites Mal auf den Stern. Oh fuck! Na, zu hoch. Ja gut, ich krieg wenigstens 3 Leben wieder zurück, wenn ich das schaff. Das ist das Gute. Weißt, ich bin noch im Plus von meinem Leben. Das Schlechte ist, ich weiß noch nicht, was mir erwartet am Ende des Levels. Ach, schon wieder. Ah, fuck. Ich wollte Spin jumpen, aber das geht in der Version nicht. Ach. Spin jump. Okay, sehr gut. Hopp, hopp, hopp. Okay, da muss ich warten und nicht zu voreilig handeln. Ah, shit, nur noch 33. Zwei Drittel der Marios haben schon verbracht. Das ist nicht gut. Gib Stern. Boah, jetzt hätte ich sogar aggressiv holen müssen. Das ist zwar tatsächlich draufgegangen. Ach, shit. Stern. Ei. Ach, shit. So viel Stacheln.
Muss ich ausweichen, ja noch. Nope. Okay, das Intervall von dem Ding muss ich noch lernen. Jetzt. Okay. Na. Gehen wir einfach weiter. Ist glaube ich okay. Ich wollte auf ganz oben hingehen, aber das funktioniert in dem Level nicht. Also, ja, beendet ist beendet. Ja, das Designmäßige war jetzt auch so lala, aber hey. Oh, dang. Ich habe gerade schon wieder auf die Uhr und es ist schon wieder fast eine halbe Stunde. Shit, was ist das? I don't care. I don't care. Hier geschehen gerade Sachen um mich herum. Ich weiß nicht genau was, aber... What the fuck? Aber es passt. Denn da ist sie. Cool. Sieg. Ich habe zwar die Hälfte des Levels übersprungen, aber ja. Was ich vorher sagen wollte in der Uhr. Ich glaube, wir haben gerade bei der halben Stunde und es ist irgendwie nicht gut zum Stoppen gerade. Weil drei Level sind jetzt noch. Und ich vermute mal, dass ich drei Level, ja, so 10 Minuten. Was wird das Level kosten? Mario's Adventure, keine Ahnung. Ah, shit. Bad timing, bad timing. Aber, ich werde mir die drei Level trotzdem für nächste Folge aufkürten. Mehr oder weniger aufkürten. Weil, ich weiß nicht, von der Zeit her schaut schon mies aus. Das größte. Oh, ich verstehe. Ich sollte da hinauf. Ah, vielleicht aber nicht, schauen wir mal. Viel Sachen, was da gerade abgingen. Okay. And I am still alive. Oh shit. How am I still alive? Vielleicht schaffe ich es ja auch gleich auf den ersten Versuch. Dann mache ich sogar weiter. Also was ist der erste Versuch? Fast erster. So, sehr interessant. Ziemlich viel Gegner. Oh, Feuerball. Hm? Da geht's nicht hin, ne? Wie kommen wir dann? Hä? Soll mich nicht weiter stören, ich überspring's einfach. Ah, da sollte der Stern drin sein. Oder Yoshi. Yoshi! Weil, Yoshis können einfach da drauf rennen. Das Problem ist... Ah. Ah, fuck. Wuhu.
Ah, ich verstehe. Eins. Zwei. Eins noch. Sehr gut. Ah, zu spät, früh. Shit. Okay, jetzt wo jeder weiß, wie das Level funktioniert, würde ich trotzdem sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Ja, ich lasse einfach auf die nächste. Okay, dann bis zur nächsten und fertig.